Die Saison auf den Spargel- und Erdbeerfeldern ist längst zu Ende. An den Feldrändern aufgerollt die Mulch- und Abdeckfolien. Doch Kunststofffetzen liegen überall. Auf einigen Äckern zwischen Regensburg und Straubing, wo letztes Jahr noch Spargel angebaut worden ist, wächst heuer Getreide oder Gras. Auch hier die Reste von Bewässerungsrohren und Folien. Ein Skandal finden Anwohner und Biolandwirt Heribert Huber. Natürlich sieht man jetzt auch bloß das, wo auf der Bodenoberfläche liegt. Weil das, wo alles durch die Bodenbearbeitung das letzte Jahr, das ist sagen wir, 80% wahrscheinlich im Boden. Die Ausbeute von 5 Minuten suchen. Das Ergebnis nach wenigen Minuten von einer Fläche von 150 bis 200 Quadratmetern. Ja. Die Bürger macht das wütend. Vor allem, weil das Problem niemanden an höherer Stelle zu interessieren scheint. Ich bin der Anwohner da und beobachte die Sache jetzt schon seit ungefähr 4 Jahren. Wir haben das auch regelmäßig gemeldet und das Gefühl gekriegt, es passiert irgendwo nichts. Man muss das einfach angehen, Regularien schaffen, weil es anders einfach nicht gehen kann. Mit Selbstverpflichtung und so weiter. Wir brauchen Regulierungen, dass wir diesen Zustand in den Griff bekommen und verbessern. Auch für uns sind die Verursacher nicht zu sprechen. Nachdem klar ist, dass wir trotzdem berichten werden, Feldwege, die hier bei Schönach tags zuvor noch frei zugänglich waren, abgesperrt. Wir bitten das zuständige Landratsamt Regensburg um eine Stellungnahme. Knappe Antwort: Für ein Interview stehen wir nicht zur Verfügung. Doch welche Auswirkungen hat das Plastik im Boden? Wir fragen nach am Sonderforschungsbereich Mikroplastik der Uni Bayreuth. Die Wissenschaftler untersuchen die von uns mitgebrachten Teile. Klar wird, sie sind nicht biologisch abbaubar. In Bodenproben, die scheinbar sauber aussehen, Mikroplastik. Welche Auswirkungen hat das? Landet das Plastik irgendwann bei uns auf dem Teller? Es gibt auch schon erste Hinweise darauf, dass zwar kein Mikroplastik in die Pflanzen aufgenommen werden kann, sondern dass ganz kleine Nanoplastikpartikelchen möglicherweise auch von Pflanzen aufgenommen werden könnten. Das würde auch bedeuten, dass wir möglicherweise den Kunststoff dann mit unserer Nahrung aufnehmen könnten. Die Anwohner und die Bürgermeisterin fordern jetzt gesetzliche Regelungen für mehr Bodenschutz. Denn einfach warten und Gras drüber wachsen lassen, das ist keine Lösung.